Bücher liefern Erfahrungsschätze. Lernen von den Erfahrungen und dem Wissen anderer. 10 Tage, 10 Bücher, die Bücher-Challenge. Immer mit einer kleinen persönlichen Geschichte zum Buch. Tag 9 der Bücher-Challenge und heute gibt es eine Lebensgeschichte und zwar von Juliane Köpke, selbst geschrieben, Als ich vom Himmel fiel. Ja, jeder kennt diese Geschichten. Es passiert etwas im Leben einer Person und das Leben ändert sich von Schlag an. Ab diesem Punkt läuft alles anders, weil man, wie in diesem Fall bei Juliane Köpke, im Grunde genommen sein zweites Leben neu beginnt, eine Neugeburt. Die Geschichte ist beeindruckend und spielt 1971. Die Tochter von zwei Forschern im südamerikanischen Dschungelgebiet stürzt mit einer Passagiermaschine ab und überlebt den freien Fall der Maschine aus 3000 Meter Höhe als einzige. Ihre Mutter verstirbt bei diesem Flugzeugunglück. Ja, und sie ist alleine auf sich gestellt im Dschungel. Und überlebt. 11 Tage irrt die 17-Jährige durch den Dschungel und schafft es. Sie findet Menschen und wird gerettet. Und damit beginnt ihr zweites Leben. Sie widmet ihr Leben dem Dschungel, den Tieren, den Pflanzen dort. Und das ist das Buch dazu. Natürlich spielt die ganze Geschichte des Absturz immer wieder eine Rolle in dem Buch. Wird auch nochmal erneut aufgerollt, als sie Jahre später mit dem Filmemacher Werner Herzog nochmal in den Dschungel reist. Und die ganze Strecke nochmal zu der Absturzstelle laufen muss und im Grunde genommen dort merkt, was sie in den 11 Tagen eigentlich mit ein paar Bonbons in der Tasche, mehr hatte sie nicht, geleistet hat. Also super Story, sehr eindrucksvoll geschrieben, weil es fängt wirklich ganz vorne auch mit den Eltern an, wie der Vater dazu kam, nach Südamerika zu gehen, wie seine Lebensgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg war. Also wirklich sehr lesenswert, kurzweilig und kann ich jedem nur empfehlen, der interessante Lebensgeschichten, Autobiografien sucht. Dann Juliane Köpke, Als ich vom Himmel fiel, wie mir der Dschungel mein Leben zurückgab. Das vorletzte Buch will ich mit einer kleinen Anekdote beginnen und das ist die Geschichte eigentlich dahinter. Also auf das Buch hier von Juliane Köpke bin ich durch eine Fernsehsendung gekommen. Ich habe ein Interview mit ihr gesehen und habe gedacht, interessante Geschichte, du holst dir das Buch. Ich war in München 2011 und bin in den Hugendubel rein und wer den Hugendubel in München kennt, das ist eine riesige Buchhandlung über mehrere Etagen. Ja, wo guckst du jetzt? Und ganz unten am Eingang war ein Mitarbeiter in so einer Art Infobox. Und ich zu dem hin und frage ihn so, ich suche ein Buch, bestimmtes Buch. Ja, was für ein Buch? Titel genannt und er konnte sofort sagen, zweite Etage, hinten durch, rechts, da finden Sie das. Wahnsinn. Und es war nicht ein Buch, was irgendwie auf der Bestsellerliste war. Und das hat er einfach so aus dem Kopf heraus, hat er das gesagt. Das zeichnet, sage ich jetzt mal, einen versierten Buchhändler aus und soll zeigen, dass der Mensch auch viel leisten kann im Handel, im Buchhandel. Muss nicht immer alles über Amazon und Co. laufen. Was ich zu der Geschichte unheimlich spannend finde, ist wirklich dieser Switch. Das finde ich das Faszinierende. Klar ist das eine ganz harte Geschichte, wenn die Mutter verstirbt und neben einem in der Maschine sitzt. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber dieser Wandel, ja, dieses, es muss Klick machen und dann läuft es auf einmal in eine völlig andere Richtung. Das muss nicht immer so was Lebensbedrohliches sein. Es mag vielleicht auch andere Dinge geben, die so einen Impuls auslösen. Das wird mich persönlich mal interessieren. Gibt es solche Ereignisse? Kennt ihr solche Geschichten vielleicht auch, wo das passiert ist? Die gibt es natürlich zuhauf, noch besser die eigene Geschichte. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und wir sind beim vorletzten Buch bei der Reihe 10 Tage, 10 Bücher. Morgen kommt das letzte. Und wer da auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben möchte, dem die Empfehlung, nehmt den Kanal ins Abo. Dann seid ihr immer informiert, was es Neues gibt. Nicht nur im Bereich jetzt eben Bücher, sondern eben auch im Bereich Recherche, Datenbanken und Online-Arbeiten. Also, viel lesen, bildet euch weiter, schaut nach vorne, switcht vielleicht um. Bleibt erfolgreich, gute Zeit. Ciao.